Aber wie komme ich da rein? Lol, wir müssen... Hat das Haus eine Hintertür? Ich hoffe doch. Ich komme da gar nicht... Moment. Gehst du gerne durch die Hintertür? Ja, ich gehe gern durch die Hintertür, weißt du? Nein. So habe ich dich auch eingeschätzt. Nein, nicht auf die... Also, ach Mann. Das war doch nur ein Spaß. Ach, unten rum. Ah, unten rum muss ich ja lang. Ah, unten okay. Und den Lump. Und hey, Moment, das heißt, in das Haus geht's vielleicht rein? Mullen, nullen und knullen. Tatsache. Oh, noch mehr von denen. Wow. Lol. Ach, das sind die Erntehelfer. Ah. Jetzt verstehe ich erst, na klar, weil die immer so ein kleines Säckchen... Ja. Ja, klar. Macht Sinn. Das macht Sinn für Botogel, die so einzusetzen. Ist da ein Ei drin? Das ist ein Ball. Ja, oh, hätte ja auch ein Ei sein können. Ach so, jetzt sehe ich das auch. So, gehen wir mal langsam zu unserer ersten Prüfung. Wird Zeit. Aber ist das denn überhaupt artgerecht? Ich meine, Botogel sind ja Eis-Pokémon, die dann auf einer tropischen Insel zu halten. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Und? Oh, da ist ein Item. Da sind eh überall Items, also von daher. Oh, Fakano. Obwohl, wir haben schon Litten. Trotzdem will ich es haben. Ja. Aber nicht im Team, ne? Ja, ja, Tausch gegen Wingull. Ach so. Na, okay. So, was nehmen wir? Kratzer. Nee, jetzt das Pokémon zu Wingull austauschen, wegen Wasserattacke. Hä? Ach so meintest du. Ach, brauche ich doch nicht unbedingt. Wenn der Hund im Hintergrund stört, sag Bescheid, dann mute ich mich so lange, wie der noch aktiv ist. Kann das sein, dass der eventuell bellt, weil er gerade einen Hund sieht? Glaube ich nicht dran, es sei denn, er kann durch die Decke in die zweite Etage schauen. Ach so. So, reicht auch. Fukano setzt Silberblick ein. Oh, das ist so süß. Ja, aber ist Silberblick nicht normalerweise Schielen? Das müsste ja dann... Kann ich nicht beurteilen. Also Silberblick ist, glaube ich, eine andere, ein anderes Wort für Schielen. Und da müsste er eigentlich, müssten die Augen auseinandergehen bei dem Pokémon, wenn es das einsetzt. Oh Mann. Wie heißt Silberblick dann eigentlich auf Englisch? Leer. L-E-E-R. Okay, schau ich mal. Ausdruck für einen schielenden Blick. Ja. Drin. Okay. Leer ist im Englischen definiert als an unpleasant facial expression. A leer means the person doesn't like you or even worse, does in a creepy way. Ah. Also ein kranker Blick, so ein krankhaft manischer Blick. Macht dann auch mehr Sinn. Ich wette jetzt, folgendes wird nicht funktionieren, folgender Spitzname. Very Dog. Nein. Achso, Dog. Oh nein, Fuck Arno. Ja, fuck Arno. Ja, ja. Nee, ich glaub so auseinandergeschrieben nicht. Ja, natürlich. Na, mach dann kleines A und zusammen. Warte mal, ich hätte noch... Was? Fuck Arno? Oder mach Furkan. Furkan. Ich hätte auch noch was anderes für den Fall, dass es sich entwickelt. Ah, Kani. Ich dachte, er ist Karkan. Oder Koni. Na, kennt nee, lass. Jemand? Akani ist okay. Sobald wir Feuerstein haben. Arkani setzt so und so ein. Arkani. Also, in die Box. Ja, ja, weg damit. Okay, gut. Na dann, ab zum Item. Auf zum Kurve. Item! Zieh den Hebel, Kronk. Auf zum Item. Oh, guck mal, die hat auch einen Silberblick. Die streckt uns auch den Arsch entgegen. Naja, die guckt uns nicht mal richtig an. Oh, dazu übrigens eine kleine Story. Und zwar habe ich... Ihre Alma. Buch?
von vier. Das verwirrt mich jetzt, das Armband. Und zwar habe ich mir die Character Models aus dem Spiel geguckt. Die sind schon gezeigt worden. Und da sind manche doppelt da. Und ich habe mich immer gefragt, warum sind die denn doppelt? Da ist ja die gleiche Person drauf, in der gleichen Pose. Und als ich dann so die Kommentare gelesen habe, wurde ich darauf hingewiesen, dass die Zweitversion jeweils einen Z-Ring trägt. Das heißt, es gibt auch normale Trainer auf den Routen, die Z-Ringe besitzen. Fies. Und deshalb hat mich gerade der Armreif da verwundert. Der sieht nicht aus wie ein Z-Ring, aber ich weiß, es ist möglich, dass Gören einen haben. Aber das da sieht mehr aus wie ein normales Armband. Ja, vielleicht ist es nur das. Na, aber wie gesagt, es gibt halt immer Trainer-Varianten mit Z-Ring. Nee, aber deswegen kommen die auch auf die über 100 Trainer. Ja. Schmerzlich. Ja, und wenn wir gleich die Prüfung in der Vegetationshöhle geschafft haben, bekommen wir unseren ersten Z-Stein. Bin mal gespannt, welcher das ist. Ja, da bleibt glatt die Spucke weg. Na, vielleicht einen, der zu unserem Starter passt. Das wäre natürlich auch ein Träumchen. Ja, also, dass das sozusagen daran angepasst ist sogar. Mal gucken. Das wäre schön, natürlich. Oh, ein Pokémon Center oder sowas? Ja. Cyantali. Dabei ist der noch nicht mal blau. War doch die Farbe, oder? Cyan, blau? Ja. Okay. Hallo Hildegard, wie geht's deinen Pokémon? Nicht so gut. Wir haben dich nein, gesehen. Jetzt, nein, nicht abfangen. Wir sind gute Trainer. Wir sind eine gute Nudel. Wie viele gute Nudelsterne haben wir denn schon gesammelt? 10. Das freut mich. Mein Team könnte allerdings eine kleine Pause vertragen. Und deswegen ist da ein Pokémon Center. Können wir, bevor wir nach rechts zur Prüfung gehen, links noch links erkunden gleich? Ja. Sehr schön. Hast du gewusst, dass Kaporiki irgendwie mit der Vegeta-Höhle in Verbindung steht? Und außerdem gibt es auch noch die Nappa-Höhle und die Raditz-Höhle. Und sogar die Kakarott-Höhle. Und die Goku-Höhle. Da darf man nur rein. Und es gibt auch noch die Grotte in der Playboy-Mansion. Darf man auch nur rein, wenn man auf Inselwander schafft es. Ach ja, kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen ab. Belieber. Boah, krass. Nennt so Justin Bieber nicht seine Fans? Belieber. Ja, Belieber, ansonsten wäre er nämlich schon längst tot. Nee, Belieber. Belieber, ja. Das ja. Das ist schlimm. Mit einem Belieber? Oh, und dann gibt's noch diese Directioners. Ich will nichts darüber sagen, ich will aber das Thema gar nicht mehr hören, bitte. Ja, genauso okay, wie du das Pokémon. Oh. Entschuldigung. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir es sehen. Mit einem Belieber kannst du ein Pokémon, das kampfunfähig ist, wieder fit machen. Übrigens, beim Pokémon-Supermarkt bietet jeder Angestellte andere Items zum Verkauf an. Vergiss das nicht. Bevor ich die Prüfung mache, kaufe ich mir zur Stärkung noch was Leckeres im Café. Endlich, die Prüfungsbanketten Elimas. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Juhu. Ich will etwas kaufen. Supertrank, Bullshit. X-Angriff, nö. Alles Bullshit. Was hat der hier noch? Hat der eine TM? Nö, der hat Pokéball-Trank. Auch Bullshit, ja, wir haben alles. Der hat ja noch nicht mal Beleber im Angebot. Wir kriegen welche, aber der hat nicht mal welche. Ja, ist noch viel zu früh im Spiel eigentlich für Beleber. Ich bin auch gerade überrascht, dass wir schon welche geschenkt kriegen. Haben wir das nicht gerade gemacht? Keine Ahnung, ich mach's einfach nochmal. Nee, ich glaube noch nicht. Nee, kommt mir nicht bekannt vor, dass das schon gelaufen ist. Flamio Flatmon, Perfect Mangunia. Okay, Mann. So, Was will der Typ? Nicht. Okay. Ein kleines Gör, das man einfach so. Ach, das ist nur ein alternativer Weg. Aber gibt's wahrscheinlich auch Items. Da ist was. Aha. Beleber! Wow. Den hätten wir also kriegen können, bevor wir einen Beleber kriegen. So, einfach hier lang und nicht die Trainer mitnehmen oder. Nee, das ist ein alternativer Weg. Wir sind gerade unten rumgegangen. Ja, das ist jetzt oben rum. Deswegen. Die Trainer. Nimm die Trainer mit, klar. Ja, kann man immer gebrauchen. Wir wollen ja natürlich trainieren. Ich suche noch Bären, die ich meinen Pokémon zum Tragen geben kann. Das ist ein Bauer, der hätte Sächsisch sprechen müssen. Warum? Oh, außer ausgerechnet.
Ja, das ist definitiv ein Sachse. Na, wenn's das, wenn er seinen letzten Satz sagt, dann kann ich den auch gerne mal so sprechen. Jawohl. So. Ich kann diesen Dialekt leider nicht. Ich sag mal so, ich bin mit Sachsen und Sachsen-Anhaltinern aufgewachsen, weil ich ja sowieso in der Brandenburger Region war und das ist gar nicht so weit weg. Ich glaube, ein Teil meiner Familie ist auch sächsischstämmig. Schön. Mhm. Aber ja, du hast nicht so gegen Halle Leipzig. High Life. Ja, auf jeden. Naja, mittlerweile eher High Life. High Life. Oh. Ja, ich glaube, momentan kann man auf Sachsen und Sachsen-Anhalt und, naja, obwohl, Sachsen-Anhalt interessiert keinen. Nur Sachsen ist es, auf das keiner stolz ist. So, Weißnebel. Weißnebel neutralisiert alle Statusveränderungen, aber das willst du ja nicht. Nee, ich will was zum Angreifen. Ja, man wird nicht mehr gefragt, ob man es wirklich so machen möchte. Cool. Mhm. Oh, wenn ich mein Smetbull doch nur Bären bei sich gehabt hätte, dann hätte ich die jetzt essen können. Scheiß auf Smetbull. Ja. Ich hab so einen Hunger. Lol, warte mal, ey, ich glaube, da ist ein Grafikfehler. Gleich esse ich eine Fettbärme. Geh noch mal zu dem Farmer und ein Stück nach oben. Hä? Ach nee, ah, da. So. Rechts, der Übergang ist nur unsauber. Schade. So. Sah aus wie ein Grafikbug. Ja. Oh, ich hätte mir echt eine Fettbämme einpacken sollen. So, Juhu, ein Kampf! Och, Mann. Was, ein Krampf? Ein Krampf. Mein Krampf. Das Buch von Adolf Hitler über seine Schwimmversuche. Mein Krampf, wie ich am Schwimmen... Oh, ein Wommel. Oh, gleich ist es ein verbranntes Wommel. Ja, Käferfee müsste. Kannst du Feuer zahnen. Ja. Aber guck mal, Flamio hüpft auch am Anfang des Kampfes immer so bestimmt. Ja, mit drei Herzchen ist das schon. Und irgendwann fängt es sogar an, Attacken auszuweichen, sich selbst zu heilen von Statusveränderungen. Das ist echt krank. Lol. Kennst du das nicht aus XY? Nee. Wenn man seine Pokémon sehr, sehr gern hat, dann werden die immer krasser. Die Wichser sollen es nicht gut gehen, die sollen kämpfen, verdammt. Jo, ich hab verloren. Was? Alter, ich finde das gemein, wenn man kleinen Kindern ihr Taschengeld abnimmt. Wenn man Frag Bibi, wie man Kindern das Taschengeld abnimmt. Oh, nee. Du, ich muss dich was fragen. Ich habe gehört, dass man einen Pokéball werfen kann, indem man den Y-Knopf drückt. Weißt du, was das heißt? Na, Kind, drück dir mal deine Knöpfchen. Dein Y-Knopf. Wo bist du getan? Was, echt, jetzt? Guck mal, was wir an Schaden haben. Null. Ach ne, ja, cool. Ach, ich bin dumm. So, ja. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Ich sag meinen Namen so gerne. Und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt. Und zwar in meinem. Weiter? Ja. Noch ein paar Worte der Warnung. Die Pokémon in der Vegeta-Höhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine böse Überraschung erlebst. Ach. Und immer mit dem Rücken zur Wand laufen. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Oh Mann. Sobald du die Vegeta-Höhle betreten hast, kannst du sie erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Bist du bereit? Yep. Also dann, ich erwarte dich drinnen. Überschrift, ich habe es kommen sehen. Oh nein. Die Prüfung beginnt. 60 Sekunden, um alle Bomben zu entschärfen. Sogar dieser Hund ist eine Bombe. Willkommen in der Vegetationshöhle. Ich bin Captain Elima, aber das weißt du ja bereits. Ich erkläre dir jetzt mal den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgabe besteht aus folgendem. Besiege drei Pokémon, die sich in ihren Nisthöhlen verstecken. Ihren Nisthöhlen? Sobald das geschafft ist, dringst du in mich, das Innerste der Höhle ein und nimmst dir dort
den Z-Kristall aus dem Sockel. Kann ich den nicht gleich ja. nehmen? Der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinen Pokémon. Rat. Oh. Eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt. Oh, eine TM. Bling, bling. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon. Zudem lebt an diesem Ort noch ein besonders starkes Pokémon, ein sogenannter Herr Scher. Herr Scher? Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Wer ist dieser Herr Scher? Alola Radikal. Ah. Ach ja, und noch etwas hätte ich doch glatt vergessen zu erwähnen. Pokémon darfst du hier nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Oh. Du wirst die Prüfung also mit deinem aktuellen Team bestreiten müssen. Das heißt, ich darf das den Herrscher nicht fangen? Korrekt. Oh. So, und jetzt geht's auch schon los. Die erste der 7 Prüfungen deiner Inselwanderschaft. Ja. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Mach die Beine breit. Die Prüfung beginnt.